Baby, ich hab ohne Hat ja Flachs lange genug gedauert. Die Nähte sind gerissen. Als ich mich nur gebückt habe und wieder hoch bin, sind die Nähte gerissen. So, dann bin ich hingegangen und hab das Ding komplett desinfiziert. Einfach nur desinfiziert. Hat gebrannt wie Scheiße. Nicht geblutet, gar nichts. Das Problem ist nur, Nähte gerissen. Wenn's wie's letzte Mal ist und die lassen den Schlauch im Knie, darf ich erst gehen, wenn der Schlauch entfernt ist und das dauert 2 Tage. Boah, der Schlauch ist eklig. 2 Tage nicht gehen, wie willst du auf Toilette? Ja, gehen kannst du schon, aber unter Schmerzen. Weil sie es anfühlt, Alter? Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist richtig eklig. Brody, du hast schon ein künstliches, ne? Nee, noch nicht, aber ich hab schon 4 Knie-OPs hinter mir. Ah, okay. Boah, wenn ich nicht mehr gehen laufen könnte, würde ich mich ja hängen. 3-mal rechts, 1-mal links. Das Rechte ist halt bei mir am meisten betroffen. Apropos hängen, wenn man. Kommt halt vom Fußball und den ganzen Schlägereien. Ja, nur du hast die Mission, wenig. Achso. Was macht man? Nee, mit alles? Das waren wir, weil wir die alle hatten. Aber die hast nur du. Aber sobald ich das künstliche rechts habe, kann ich wieder meinen Sport nachgehen. Das künstliche Knie. Roti ja. Und sein künstliches Knie. Und 2 Jahre später kommt dann das linke dran. Machst du 2 Jahresabstand? Ja. Was kostet denn der Schwarz? 15.000 Euro. Kostet dich selber. Muss ich vorfinanzieren, krieg ich zurück. Selber bezahlen muss ich 500. Voll den Jump verkackt. Weil es halt kein normales Krankenhaus ist, sondern ein Privatkrankenhaus. Gut, aber da wird es nicht behandelt. Ja, es geht nicht drum, weil es privat ist. Mir geht's drum, weil da ein Spezialist ist, weißt du? Der auf das Gebiet spezialisiert ist. Ich will auch nicht einfach einen Arzt an mein Knie lassen. Komm. Aber meinst du an mein Herz, dass ich irgendwie zieh dich wieder rüber. Nee. Merkst du was? An meinem Herz war noch keiner dran. Bis jetzt durften sie nur die Oberfläche ankratzen. Und zwar mit einem Schnitt von 1,5 cm, das war's. Nee. Oder nicht die Oberfläche vom Herzen, sondern die Oberfläche von der Haut über den Rippen. Weil da das Ding drin ist. Da ist mein Implantat drin. Mein Event-Recorder. Okay. Sitzt zwischen den Rippen praktisch. Und Alter, wenn die dir das Ding einfügen, ne? Ja. Das sieht hinterher aus, als hätte Batista persönlich mal in einem Wutanfall einmal auf deine Brust geschlagen. Und halt zufällig keine Rippe gebrochen. Loki, kannst du mich mal entziehen? Oder wo sie so? Ja, Sekunde. Komm mal. Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Da oben ist sie schon, okay. Wir sterben, Kollege. Tenno, look. Hier. Hier. Extraction. Wie sind wir schon durch? Ich hab ja. Bohr schon gekillt, ja. Ja, hab's mal eben Solo gemacht. Waren wir da eben kurz. Glaube ich. Nee, Solo warst du nicht. War mit Solo dir. Da? Ja, ich hab den mit meinem Kunai beschmissen, da war ging ja schon ganz schnell. Hab ich gar nicht gesehen. Warum sie? Ich war. Die kenne ich, die habe ich mal mit meinem Bruder gespielt. Wie lange hat dein Bruder nicht mehr gespielt eigentlich? Auch schon eine Weile, aber der ist eine ganze Ecke weiter als ich. Es geht nicht um weiter, ich frag, wann er das letzte Mal gespielt hat. Da bin ich überfordert. Weil wenn das auch schon wieder ein halbes Jahr her ist oder so, dann geht's ihm genauso wie mir. Mehr als ein halbes Jahr. Dann geht's ihm noch schlimmer als mir, oh Gott. Mindestens genauso wie ich, 1-2 Jahre. Ja, dann geht's ihm ganz schlimmer als mir, definitiv. Lol. Ich habe das erste Mal auf der Map den Geheimraum gefunden. Welchen Geheimraum? Wo du sammeln kannst. Ach so. Ja,
weiß, was du meinst. Wenn du rausläufst, fährst du runter, ne? Wenn du reinläufst, fährst du runter, ja. Doch, kannst du. Rechtsklick, 100. Rennen, rutschen, springen, Rechtsklick. Und in der Luft kannst du nochmal dann springen und nochmal Rechtsklick machen. Oder genau, rennen, rutschen, springen, springen, Rechtsklick. Nö, ich hab jetzt einfach nur Doppelsprung. Wir wurden so ausgesperrt. So. Follow me, please. Der applaudiert, ey. Ah, apropos, kennt ihr follow me, please? Kennt ihr den schon? Nee. Den follow me, please? Den ich gerade gepostet habe? Nee. Der follow me, please ist cool. Kennt einer eigentlich das Video hier mit der Ente in der Kneipe? Hast du gehört? Ja, deswegen heißt er das Brot. Ganz ehrlich, ich mache jetzt noch ein ganz gechilltes Solo-Sonata. Ach stimmt, das geht ja nach oben. Ach, ich wollte da gerade rübergleiten. Oh, ein Venus-Navigation. Navigationsmodul. Hast du gerade dasselbe gedacht, ne? Ja, aber haargenau. Oh, die Venus. Wir können jetzt zur Venus. Yay. Oh, ein Navigationsmodul, das ich schon drei Tage habe. Aber ganz ehrlich, ich fand das alte Sonnensystem irgendwie besser. Das hab ich schon seit der Beta. Das Sonnensystem wärst du nicht seit der Beta. Das Navigationssystem. Die Venus, ja. Ja, ich mein, nee, das Navigationssystem hast du früher gar nicht gebraucht, großartig. Nur am Rande. Er muss es hier wie Planeten auch freispielen. Ja, aber du hast das Navigationssystem nicht gebraucht. Also die Venus ist ja schon die beste Messe, ne? Das ist ja schon die beste Messe, ja. Nee, ist klar, Alter. Soll ich jetzt eine scheuern oder erst später? Geh mal hin. Ist witzig. Ich war schon mal auf der Venus. Wurde sogar von einer Frau auf die Venus mitgeschleppt, weil sie sich da neue Dinge angucken wollte. Das Beste ist, also dort verboten. Das Beste ist, dass sie dort verboten hatten, dass die nimmer auf der Bühne knallen durften, sondern mussten ins Hinterraum gehen. Du konntest durch die Scheibe gucken. Was? Wie knallen? Ja. Diese Free-Trial-Knalldinger? Aua! Oder was meinst du? Oh, aua! War doch sowas, dieses Free-Trial, du darfst mal an Star ran. Aber jeder durfte das auch nicht, ne? Nee, du musstest Zertifikat vorlegen, dass du nichts hast und Co. Ich hab jetzt ja, und die mussten auch damit einverstanden sein, dass du das darfst. Jo. Na, wenn du zuerst nicht bist, Pech gehabt. War aber witzig. Oh. Was, dass du das durftest? Nö, ich war nur da, ich war mit Freunden da, konnte ich das nicht bringen. Ich hab einmal... Ich hätte es mitgenommen. Hey, weißt du was, wir machen jetzt einen Dreher. Ich glaub, die Alte hätte die Eier abgerissen. Nur Eier abgerissen, die hättest du mir am Kinn wieder angenäht. Nein, die hättest du gegessen. Ey, Uff, das erinnert mich an die Geschichte von meinem Kumpel, ey. Der ist fremdgegangen und die Alte hat ihm schön einen gelutscht und die wusste das und hat einmal schön zugebissen und hat die Eichel in die Fresse gespuckt. Das heißt, er hat keinen Schwanz mehr, richtig? Doch, hat er schon, aber naja, du willst nicht wissen, wie das Ding aussieht. Das weißt du? Oh, nee. Vorstellung. Warum geht man auch fremd? Selbst schuld, hast du vollkommen recht.
Oh, sie bekam 3,5 Jahre, ne? Das war sie, glaube ich, wert, oder? Ja, glaube ich. Glaub schon. Das war mit Vorsatz, definitiv, das war sie wert. 3,5 Jahre und lebenslang Schmerzensgeld. Das war sie wert, definitiv. Wie dumm man nur sein kann. Vor allem das Beste ist, es war die Cousine, mit der der fremdgegangen ist. Oh, ich glaube, der hat so ein bisschen die Nippel abgeschnitten, wa? Naja, zumindest liegt es dann in der Familie. Oh, ist das böse, zumindest lief es dann in der Familie, Alter. Naja, der heißt bei uns jetzt nur noch Frankenstein. Frankenstein war gut. Frankenstein ist nicht so ein Schwachmann. Naja, ich meine wirklich, denkt doch an der Zielern auch. Trotzdem hatte der einen coolen und warmherzigen Charakter. Und war nicht so ein Fremdgeher. My scans are not detecting any known biochemical agents. What are they doing down here? Ich weiß gar nicht, wie oft. Ich kann der Story gar nicht mehr folgen, Alter. Die wurde ja verändert. Ja, wohl so. Ach, stimmt. Das ist auch hier, dass wir das scannen, den Scheiß. Also, ich kann der Story schon folgen, wenn ich sie mal verstehen würde. Vom akustischen her. Geil, ich hab den Gegner gerade runtergeschmissen. Als wehtun kannst du ihm nicht. Fragst du diese Heckscheiße? Ja. Ja. Ich geh hacken. Bin bei A. Lol. Wie kannst du eigentlich durchgehen, ohne die Dinger kaputt zu machen? Teleportierst du dich immer? Ich teleportiere mich. Ja, genau, du hast einen Aufzug. Oder auch nicht. Ich doch. Ah ja, das ist unten rum, richtig. Ich wundere mich schon, wie sind die da? Bin schon drin. Oh, dann gehe ich mal zum B. Kennst du ihn raus, Rudi? Ja, aber hier geht's schnell rum raus. So. Hab doch die Scheiße hier schon gemacht. Hä? Bin ich falsch? Er packt einfach mal komplett durch. Du, das sah grad witzig aus. Kommst du wieder raus? Nein, dich meine ich nicht. Da ist jemand anders runtergebackt, so ein Musel, aber er ist schon wieder raus. Oh, das könnte eng werden. Danke! Was denn? Ich, oh, ja. Ich dachte, ich hätte dich runtergeschmissen. Nee, weder noch, hast du mich gar nicht erwischt. Ja, doch, doch, ich bin auf dich geportet. Ich war dann auch direkt hinter dir auf einmal. Ja. Echt? Wie hast du das gemacht? Ja, Mann. Ja, anscheinend kann ich dich nicht dahin porten, wo du, wo du halt sterben oder runterfallen würdest. Aber hab mich halt nur auf dich geportet und, ja. Machst du das? Ja, gut. Ja, ja, das ist mein Ding. Dann hole ich mir eben C schon direkt. Richtig. Wow! Ich gehe dann direkt mit. Ich hänge ja sonst eh hinterher. Weil ich so gut bin. Ja, ich bin so ein Player und kann direkt nach C gehen. Du bist so gut, Alter. Du hast Leute, die das für dich machen. Ey, ich bin so gut, dass nicht mal ich selbst, sondern die Läuse in meinen auf meinen Kopf für mich spielen. Würde ich mal einen Kopf waschen. Ja, die Testexemplare freigelassen. This shouldn't be possible. It is more important than ever that you finish your mission. We need to know what is going on. Die besten Leute sind immer noch die, die sich nicht fertig machen lassen. Sondern die selbst fertig machen, damit andere es nicht mehr tun können. Klingt zwar anfangs ziemlich herablassend für einen selbst, aber okay. Ah, ey, komm mal, mein Jump war echt geil, oder? Wie ich da durchgejumpt bin. Ah, das ist das Ding, okay, ich bin schon da. Wo lauft ihr denn hin? Hä? Wow! Ja, man muss von ganz unten da rein, ne? Hä, warum kam ich da nicht durch, lol?
Egal, du hast es jetzt. Hab mal die Brücke ausgefahren. Ich hab mal alle drei Hacks mit einem Clean Extraction gemacht. Was haltet ihr denn davon? Was? Geil. Ja, sehr gut. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht, aber die sind auch voll easy hier. Ja. Weil die bei den Corpus sind so asozial immer. Ich bin schneller als ihr, ich bin mal erst da. Ich bin schon da. Ach, jetzt mach mir meinen Moment nicht kaputt. Bitteschön. Aber jetzt bin ich nur als Dritter. Ich dachte, ich wäre mal cool als Erster. Nö, dafür bist du zu langsam. Ja. Ich bin der Hacker. I'm a hacker. Und zack, kam die GSG 9 bei ihm rein. Die haben gesagt, sie sind ein Hacker. Also ich glaube, ohne triftige Beweise würde sie sich das nicht trauen, weil ein Hacker kann einfach nur heißen, ich habe im Spiel ein paar Dinge gehackt. So, im Spiel geschieht. Wie es auch jetzt gerade war. Aber okay, wenn sie sich die Blöße geben wollen, bitteschön. Dann ab. So einer meiner Bescherenröhner, der ist in eigener Arbeit zusammengebaut. Haben wir Niere befallen, ist das richtig? Ja. Ist das richtig, was wir da machen? Eliminiere den Befall, stand da jedenfalls, dass wir das machen. Keine Ahnung. Also, ist das deine Quest? Ja, okay. Stand da jedenfalls. Ich hab keine Ahnung und es ist mir auch egal. Schön sein und ein bisschen ob schön sein. Sagt der Wookie zum Frank. Was ich witzig finde, ist, dass man in dem Ladescreen alle Schiffe steuern kann. Ja? Was ich witzig finde, ist, dass man alle Schiffe steuern kann in dem Ladescreen. Kannst du nicht. Doch, drück mal linke Maustaste, fliegen alle zurück. Linke Maustaste? Dann ziehen alle die Bremse. Okay, lustig fand ich. Wenn man auch die linke und rechte Maustaste benutzen kann. Leute, ich sehe keine Feinde. Ich auch nicht. Sind ja schon tot. Hä? Warum sind die tot? Hey, du Waffe. Ich gehe seit so gut, im Gegensatz von mir, dass ich eiskalt hier sagen könnte, ihr klaut mir die Jobs. Ihr klaut mir die Jobs. Der Typ hat Job. Das ist kein Job, das ist Urlaub. Das ist Weihnachten. Okay, mal ein hunderter Bereich. Glitch, nicht Glitch. Ostern und Weihnachten. Ungemarken. Wusel rennt da so zweifelnd vorne weg. Wusel, da gibt's keine mehr. Ich weiß, aber hier ist das Ende. Wolltest du der Erste sein? Ja. Ich will der Allererste sein. Der Wusel darf es nicht sein. Ganz allein teleportiere ich. Du denkst auch, wie fick dich, ne? Ich renne momentan einfach nur durch, dass die Mission durch ist. Könnten mal ein paar Legierungsplatten kommen her. Der Wusel teleportiert durchs ganze Land. Sucht weit und breit. Ja, ich helfe dir irgendwann, schau, das zu retten, aber nicht jetzt. Erst will ich seine scheiß Quest fertig machen. Kann ja nicht mehr viel sein. Ich hab nach. Ich habe Schmelzender Einschlag bekommen. Also du hast nicht mal Odonata Arkwing, oder? Welche Quest machen wir überhaupt? Das Erwachen?
Einmal erwacht ist es noch, oder? Warte, ich guck mal eben nach. Eliminiere den Befall, verteidige die Bombe. Verteidige die Bombe. Ja, hopp, hau rein. Wäre das nächste. Hey, in 10 Stunden ist mein Bogen fertig. Nochmal Nachtschein. Gestern aber die Schlaufe gegangen. Na? Ja, deswegen. Also bei mir liegen nicht alle Bremse ein, wenn ich... Ja, stimmt, Bremse funktionieren bei mir auch alle, ja. Absolut nicht. Und gleichzeitig doch, bei mir ja. Das hat einen Bug, ja. Weder noch. Ach, Verteidigung, cool. Ja, bring ich jetzt das gar nichts. Das hier. Ich chill mal hier eine Runde. Ja, mach mal. Ich sitze jetzt hier oben und chill eine Runde. Ich würde einfach nur rumteleportieren. Oh, die sind neu in der Mitte. Warte, ich brauche noch ein bisschen Energie. Ich stehe da so schön und der portet mich die ganze Zeit durch die Gegend, ey. Ich hab nichts Besseres zu tun. So, ich mach doch noch gar nichts. Ich fange jetzt gleich erst an, Mann. Ach so. Jetzt fang ich mal an. Ja, jetzt ist das weg. Will der Allerdümmste sein, wie keiner nach mir war. Ja, und wieder, ey, lass, wieder von seinen eigenen Tatsachen. Lass sie doch einfach kommen. Alter! Ich will da hinten eine Kiste öffnen und der portet mich mit der weg. Einfach mal trollen. Wer portet denn hier eigentlich? Wusel? Ja, sicher! Ja, ich hoffe die ganze Zeit mal so ein scheiß einen Pulli mehr zu kriegen. Lackierung da. Lackierung. Ach, Legierungsplatten. Ja. Zack, kaum hat er. Das Geile ist, er teleportiert mich und fliegt einfach ganz schön weiter. Bei mir sieht das voll stylisch aus, weißt du? Alter! Wo ist denn jetzt der scheiß Wenn er mich nochmal teleportieren kann, dann soll er das tun. Ich finde das toll. Ist nett, weil ich ständig das Zeug verliere, was ich vor den Augen sehe. Das fand ich so orientierungslos. Oh. Komm, ich chill aber auch hier, ne? Wusel, willst du mich nicht wieder teleportieren? Ist schon so langweilig? Ich teleportiere einfach alle möglichen Leute. Endlich habe ich den Mod mal gefunden. Und manchmal laufen die Leute auch vor dich und dann kann ich die nicht teleportieren. Ich finde das total witzig. Ist es ja auch, finde ich. Nee, wenn du mich teleportierst, so, ich registriere es kaum noch. Du fliegst ja eigentlich da lang halt, deswegen, das ist richtig lustig, Mann. Ja, du musst mich halt auch mal im Flug teleportieren. Hast du mich gerade teleportiert? Da habe ich dich teleportiert. Ich krieg das kaum mit, Alter. Ohne Scheiß, ich registriere es gar nicht, dass er mich teleportiert. Jetzt habe ich ja nicht teleportiert. Ja, ich krieg's irgendwie schon mit, aber irgendwie auch nicht. Also stört mich jetzt nicht. Jetzt bin ich halt auf einmal mitten in die Viecher aufgewacht, aber ich kenne die Karte, deswegen ist mir jetzt Bums. Alter, was macht denn meiner für Verrenkung? Warum? Jo, ich seh's gerade. Habt ihr gedacht, wa? Hier, und der macht hier, keine Ahnung, wahrscheinlich. Es sieht aus wie Yoga, ey. Das Bein hinter den Kopf. Wechselst du mal Waffe am besten oder so? Weißt du die Mission, wo du nur Kleben nehmen durftest? Wo du das gerade Speed bekommen hast? Oder warst du da schon gar nicht mehr dabei? Und dann bam, Alter, werde ich mal eben teleportiert. Und nur weil ich jetzt teleportiert gesagt hab, teleportiert er mich einfach nochmal. Wusel, Power! Komm schon! Ja, manchmal macht er halt. Power. Und nochmal, Wusel, Power! Mich jetzt eben nicht. Ah, verdammt! Jetzt power doch mal, Wusel, mach doch mal hin hier.
Ach so, das ist einer von uns. Er steht immer irgendwo dazwischen halt. Da bist du. Ach! Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ich hab auch mal gemacht. Ich stehe hier rum, ich lass meinen wieder kämpfen. Warum selber kämpfen, wenn man Mates hat? Wenn das Cascade-Bomb geht, ja, das Ziel kannst du nicht. Manchmal übernimmt er dich nicht als Ziel. Das ist ein ungültiges Ziel. It's our only chance to stop the Scourge before it starts. Bämsch, Alter, Bämsch. Viele Sachen zum Aufschammeln. Ah! Was denn? Was daneben? Ich wollte dich hier teleporten wieder. Wieder nicht. Er wollte nicht. Noch 11 Level und ich bin Level 30. Dann können wir machen, was wir wollen. Ja, war gut. Also wir leveln alles. Wenn es so einfach wäre. Ist doch lustig, oder nicht? Ich kann mit einem Level 15 Frame mehr anfangen als ein Level 30, aber der nur die passenden Mods hat. Das ist vor die Wand gesprungen, der Wookie. Wie vor die Wand, hä? Nee. Ja, gerade halt, als ich dich teleportiert habe, bist du gegen die Wand geflogen. Nee, ich bin zwischendurch. Zwischen den Ranken durch. Ah, okay. Das war nur so aus. Jetzt hat er mein Vieh weggepfortet. Von der Wand habe ich mich abgestoßen. Ganz gechillt. Ich weiß gar nicht, wie viele Fusionskerne ich jetzt hier in Dingsig schon eingesammelt habe. Weiß nicht, bei mir stimmt immer noch alles. Ich mich gerade frage, ist, warum viele sagen, die Boltor schießt so langsam. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Weil die Bolzen ihnen zu langsam fliegen und sie nicht vorhalten können. Kannst du doch. Ja, sie können es eben nicht. Sie sind halt, ich weiß nicht, wie soll ich das vergleichen? Der Name, den mir auf der Zunge liegt, wäre jetzt gemein. Boah, ich level mich hier gerade zehnmal schneller als wie mit meinem Bruder. Echt? Ist der Bruder echt noch so neu? Der gehört uns. Mit dem gespielt habe, weil ich von Leveling her nicht mal ansatzweise. Obwohl der schon eine ganze Ecke weiter ist als ich. Ich glaube, der ist auch schon über die 50. Aber das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. 50. Wenn er das hier hört, dann wird er eh schon wieder lang. Erzählst wieder nur Scheiße. Die 50, bitteschön. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Geht das so? Auf jeden Fall eine ganze Weile schon. Was ist jetzt ohne Internet? The bomb is almost armed. You just have to hold out a little bit longer. Ich mach eigentlich nichts anderes als hier dämlich rumspringen, ne? Ich mach nichts außer hier rumstehen, mein Vieh läuft da unten rum. Oh, bist du am Sammeln oder was? Nö, ich sammel gar nichts. Sammel. Oh, ich hab mal was gemacht. Bevor ich die überhaupt hab, ich hab ja die meisten schon gekillt, ey. Nö, das bin ich. Ich alleine. Das ist ja schlimm. Alleine auch noch. Ja, der macht so einfach einen AOE und ja, damit tötet er einfach alles. Macht gar nichts. Deswegen teleportiere ich euch ja die ganze Zeit rum, einfach nur, wenn ich nichts zu tun, also ja, wir machen mit dir gerade einen Speed-Quest-Run. Weil es uns, oder weil es mir irgendwann auf den Sack gegangen ist, dass ich für jeden einzelnes Ding machen muss. Ich habe jetzt hier so Upgrade gekriegt. Bin ich hier mit meinem Schwert, Alter. Boah, ich stehe hier nur rum. Das ist dein Ulti, wirklich. Das mach mal eh. Also hau mal mit dem Schwert. Deine Energie ist rausgelaufen. Ja, du musst jetzt ein bisschen Energie sammeln, dann mach das normal und dann hau mal ein paar Mal mit E, dann merkst du was. Ja. Ich hab ja auch so schon was gemerkt. Ja, du machst ja Lichtschwerter und ja, damit hast du auch eine gute Range und kannst durch alles durch. Hat letztendlich seine 4, ja. Das erinnert jetzt uns voll an Sechvibot, ey. Ja, also Dinger, ich hab 560 Viecher gekillt. Warum hat Usel nur 53?
Die blaue Sichel. Man kann außer teleportieren. Die blaue Sichel, die gerade an mir vorbeigeflogen ist, das ist die hier. Ja, Mann, ich hab alles Mögliche immer nur rumteleportieren. Ja, der hat. Nein, ich hab auch ein paar einfach so mit Kunais gefickt, aber ich hab viele echt einfach nur tot teleportiert. Der hat ständig mein Vieh auch rumteleportiert und das hat dann welche abgeknallt. Vielleicht zählt das auch. Ich weiß es nicht, Alter. Die einzige Fähigkeit, die ich benutzt habe, ja, von den ganzen Fähigkeiten, die du da siehst, guck mal, wie viele ich habe. 84, ja? Warte mal. So. Hast bald. Und nochmal furzen. Die Hose. Warte mal. Mal ab. Bitte, Schwert, ich hab die Blaupause davon. Na, Mann! Mir fehlt ein Slot für die. Oh, warte, ich brauch fünffache Energie. Ich brauch jetzt fünffache an Energie jetzt. Weil ich den Scheiß rein hab. Moment, wenn ich flüchtige Ex. Moment. Kann ich doch die hier rein machen? Ja, dann mache ich eher die Prime Continuity wieder rein und sag fick dich. Wookie, Hitzeschwert ist das eigentlich stärker als das Sana? Ja? Ja. Ich habe nämlich gerade die Blaupause dank euch dafür bekommen. Das ist definitiv, warte mal. Ich bin gerade erst am Überlegen, die Umlenkung rauszunehmen. Ihr stinkt so alle nach Fisch. Ihr stinkt alle nach Fisch. Stinkt so sehr nach Fisch. Und geht es waschen. Nee, ernsthaft, mal Spaß beiseite. Ihr stinkt nach Fisch. Das ist sowieso. Ja. Oh, in 12 Stunden kann ich endlich meinen Prime benutzen. Blinde Futzenwut, ja, blinde Futzenwut. Dann kann ich eine kleine Stromlinie reinmachen. Ach, so lange. Scheiße, ich brauche 20 Platin. Was gibt's noch, was Fähigkeitsdauer macht? Kontinuität und was noch? Operator, I've run diagnostic regressions. All systems nominal. You don't need to thank me. Warte, ich muss was checken. 1,84, ja, geiles Modding. Und jetzt wollen wir noch eine kleine Ausdehnung rein und dann ist alles schicke. Ich muss unbedingt das scheiß Ding umnutzen. Nee, scheiße, ich muss das Ding. Ah, jetzt müsste bei ihm aber langsam die Arschwing kommen. Die Arschlochwinken, ja. Und nach der Arschwing kommt gestohlene Träume. Alter, jetzt brauche ich 1,84, ne? Hab allerdings meinen Schaden vergrößert, hab meinen Fähigkeitsreichweite von 18 auf 38,25 Meter erweitert. Überleg mal, ich hab nochmal 18 Wo Meter Reichweite. Wo siehst du das eigentlich? Geh mal in deine Arsenal. Ja. Und dann gehst du nicht auf Verbesserung, sondern sondern auf Fähigkeiten. Arsenal. Ah, sehr cool. Ach, und mein Teleport hat dann hier 141 Reichweite, ja, cool. Alter, ich hab einfach mal meinen Radius mehr als verdoppelt. Also links sehe ich quasi den normalen Wert und rechts sehe ich den gemoddeten Wert, ne? Was? Rechts. So links, rechts. Oder ist das durch Level?
Du kannst so unten Zeigestats mit Mods, Zeigestats ohne Mods. Danke. Ah, okay, normalerweise. Also meine haben sich verbessert im Vergleich zu ohne Mods. Bis auf einen einzigen, weißt du, was es ist? Dauer. Statt 25 habe ich 23,75. Statt 22 habe ich 20,0 und sag fuck off. Alter, das sind ja mal geile Dinge. Das Einzige, was ich mir überlebe, ist meine Umlenkung auch noch rauszunehmen und da dann den Prime Plus reinzubauen, aber das kann ich nicht machen, weil die Slot-Kacke nicht so passend ist. Das heißt, ich müsste einen normalen Fluss reinmachen. Stattdessen mache ich aber noch eine Kontinuität rein. Ich brauche keine Reichweite, das ist das Ding, ich brauche eigentlich. So. Ich level jetzt mal den Atmos. Könnte sich auch eine Konstitution reinmachen. Oh, das passt aber dann nicht. Eigentlich brauche ich viel mehr Fähigkeitsdauer, ist das Ding. Aha. Richtige Expertise kann ich nicht reinhauen, eigentlich. Alter, ich hab mein Modding jetzt. Ich meine, ich habe jetzt zwar noch 225 Energie, aber die reichen ja eigentlich. Wollen wir losmachen? Also, Sekunde, ich skill gerade ein bisschen um. Du, Dauer kann auch deine Energiekosten pro Sekunde verringern, ne? Nur so am Rande. Dauer will ich ja haben gerade. Ist das Ding. Welcher Begleiter ist denn am Anfang eigentlich der beste? Ja, wenn du mehr Dauer hast, kannst du, ganz ehrlich, Carrier. Ja, und pflichtige Expertise hat weniger Dauer, deswegen. Ja, aber die machen so viel wieder gut, dass es scheißegal ist. Wo ist der Unterschied zwischen Carrier und Helios? Der Carrier sammelt alles ein, der Helios ist die Scanfotze. Okay, Carrier. Und der macht Damage, Carrier. Mach alle. Okay. Allerdings ist der Helios... Nee, doch, der Helios ist, glaube ich, der Einzige, der den Konstrukteur hat. Den muss ich dann aber auch noch, leveln, oder? Erstmal leveln. Ja, und dann, weiter. Dann wahrscheinlich noch eine Energiezelle reinklatschen, ne? Musst du nicht, ich hab mich auch nicht in alle. Ach, scheiße, mir fehlt ein bisschen Kohle. Was fehlt mir? 30.000 fehlt mir. Was? Du hast aber, also Bruder, du hast aber teure Escort-Service. Warum? 30 Millionen. 30.000, habe ich gesagt. Gut, 30.000 ist aber trotzdem teuer. Ja, fehlt mir noch. 15, dass ich es kaufen kann und 15, dass ich es bauen kann. Ihr hört schon diesen Wortlaut hier, oder? Ihr merkt, wie bescheuert er sich eigentlich anhört. Ich schick dir gleich mal einen Escort-Service vorbei. Wenn du die Rechnung zahlst. Und das Hotelzimmer? Die Schäden zahlst du aber selber. Warum die Schäden? Ich schick dir eine Nymphe vorbei. Noch ein bisschen Schäden? Naja, Bett, Hotelzimmer, Minibar. Wookie, suchst du die nächste Mission aus, dass ich hier irgendwie weitermachen kann? Dauert 35 Minuten. Alarm. Sag, dass er auf Exkremente steht. Mission. Ja, und was gibt's da? Nur Geld. Nein, deine Missionen sind die Quests. Ein Haufen Scheiß steht da. Das ist ganz vorne, der Stern. Ja, aber da steht null. Ja, muss bauen. Wie lange dauert der Scheiß? Halbe Stunde. Sich das Game bei mir ein ab. Und in der Mission darfst du jetzt nicht überall rumrennen. Mir ruckelt sich jetzt auch. Nein, dann darf er nicht überall rein. Darf ich aber. Ja, das macht am besten einer, ansonsten geht ständig der Alarm los. Ich halte mich oder versuche mich an Wookie zu halten. Und bitte, mach die Kamera aus Schrott. Hab ich nicht gesehen, leider. Warum hab ich nicht einfach einen anderen Charakter genommen? Keine Ahnung. Nee.
Ich geh mal nach B. Ich erinnere mich nächstes Mal dran, kannst du sagen, Ola, gehst du nach B? Ich geh nach B, ja. Gut, Brody, sag bitte nächstes Mal an, dass es Korpus sind. Das ist wichtig, Korpus ist das einzige, was ich angesagt haben will. Aber nicht auf dem Low-Level, Alter. Doch, auch auf dem, weil es lustig ist. One-Hit. Oh fuck, die Mission. Ja, die. Das ist ja die Scheiße, wenn der Alarm losgeht. Naja, deswegen bleib ich ja hier stehen. Vorne. Das ist aber nicht. Ja, das ist ja der reguläre Alarm gewesen, okay, alles klar, chillig. Bevor ich den noch auslöse. Oh! Dreck! Wer ist denn jetzt bitte hier reingerannt? Für mein Fehler. Oh, das schaffe ich. Sorry. Mein Fehler. Ich habe es zu spät erkannt. Alarm successfully hacked. Oh, das war er. Das war ich, das war mein Fehler. Das, der ist auf einmal unten so ein Schacht aufgegangen. Du bist erst reingerannt und kopiert, nachdem ich schon gehackt habe. Ja, nee, aber ich hätte erkennen müssen, oder vielmehr früher erkennen müssen, hätte ich beschossen, das meine ich. Bin auf dem Weg nach C schon. Stattdessen habe ich mich erstmal fast meine ganze Energie abnehmen lassen. Hopp. Wo ist denn C? Bin schon da, gleich. Nee, hier bin ich falsch, shit. Ich bin voll der Choleriker in letzter Zeit, ey. Hast du Käse? Nee, ist ein Ofen. Der Ofen, weil ich backe. Ich glaube, ich mach mir French Toast. Lecker. Schön mit Lecker. Käse überbacken. Und schützt geht zu C. Bin schon da. Bist du schon in C? Ja, ich bin in C. Ja, komm trotzdem hin. Einfach so. Weil ich grad Scheiß drauf hab. Ach, das ist der. Okay, alles klar. Den kenn ich. Ah, C finde ich sogar, ist einer der cooleren. Meine waren langweilig. Das ist da mit dem Runterfallen, der... Ah, Dreck! Egal, bin schon unten. Aua! 20, lol. Gelöst. Einen müssen wir drei Gegner im Nahkampf killen, na gut. Sollte ich ihn kriegen. Lol, Sackgasse. Ach, Scheiße. Hier. Bisschen Laser gerannt? Nee. Gegner hat mich gekillt. Ich dachte, dass ich ihn killen kann. Sieht aus wie... Mario Hanna ist nicht gut für dir. Also, weißt du, was auch witzig war? Ach, da lang. Man nannte sie Mario und Hanna.
Und ich kenne wirklich Geschwister, die sind Mario und Hannah. Du weißt, dass die Eltern von Mario und Hannah nichts wussten? Wussten nicht um die Existenz von Marihuana. Lass mal bitte nur einen Gegner übrig hier. So. Haben dann die was? Mario und Hannah genannt. Das ist kein Witz. Ach, die wussten das schon. Wir wollen es nur nicht zugeben. Die wussten das nicht. Wir wollen es nur nicht zugeben, ja. Nein, die leben so weit abseits. Wo ist das tatsächlich? Nee, das ist so tief. Ich meine, wir kennen doch alle Simpsons und Cletus, oder? Ja, das kommt hin. Von der Cletus hieß, war es ja echt nur der Hinterwäldler. Kennt ihr, die Folge, wo er unterschreiben muss? Glaub nicht, so, weiß ich nicht. Wie ging denn meine Unterschrift? Und dann so in schönster englischer Schreibschrift schreibt er das so. Ja, ja. Richtig geil. So, ja, genau. Ja, okay. So, und ab zum Ausgang. Ja. Bis die ankommen, ganz ehrlich, bis die ankommen, weißt du was, wollen wir mal... Was hast denn du für Nathas? Hast du Solstice? Oder Eclipse? Oder Phantom? Oder Aquarit? Was hast denn du, Rose? Solist und Aquarit. Was? Solist und Aquarit. Dann lass mal Aquarit gleich auf 3 starten. Achso, Sekunde. Ja, dann muss ich gerade... Komm mal hin und zähl runter. So. 3, 2, 1, go! Ja. Ah, da ist rot. Hat Style, oder? Ja. Full Style. Richtig geil. Komplett beendet, genau als der beendete hier abgelaufen war, der Timer. Voll das gute Timing. Naja, wir haben gerade das Ende besprochen. Es ist böses Was haben wir? Im Busch. Böses. Böses. Böse! Ach ja, jetzt hocke ich hier mit euch und quatschen und wir haben schon 4.25 Uhr, also schlafen gehen brauche ich jetzt nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ja, Tatsache, ich brauche nicht mehr schlafen gehen. Ja, okay, mein Schlafrhythmus ist sowieso ziemlich im Eimer. Also, der ist immer so, mal so. Mission. Jo. Startrhythmus. Ich glaube einfach hinterher. Mehr wie alles falsch machen kann ich. Was ist denn das überhaupt, was wir jetzt machen müssen? Keine Ahnung. Wir lassen uns, aber ich bin gerade überlegen, mich wieder umzumodeln. Ja, bei dir dauert es ja noch, ne, mit Bauen. Ja. Könnt ihr mal irgendwas auswählen? Der Brot, oh, das Brot. Sekunde. Scheiße? In den Ohren? Ja? Terpentin, 2, 1, los! Und wir trinken Terpentin! Ah ja, die Onkel ist immer wieder schön. Das kann ich nicht empfehlen. Und das Terpentin trinken? Ja. Mach mal. Ich weiß. Ey, danach geht's dir super, nie wieder arbeiten. Ah, und wenn essen, du nie wieder schlafen. Ja. Und wenn du und wenn du während du noch leben tust rülpsen musst, hältst du ein Feuer in den Mund. damit du innerlich verbrennst, ja? Ey, da gab's doch auch mal so eine Geschichte. Da war ein schöner Chirurg dabei, eine am Arsch mit so einem Lötkolbenartigen Teil zu nähen, ne? Und er hat natürlich hatte keine Mundmaske an und die alte putzt. Am Rande, Skorpione mit G markieren bitte, die muss ich töten. Sehe nicht. Mach ich ihn eigentlich? Hier ist einer. Warum mache ich es mir so? Weil einfach so einfach. Einfach, in dem Fall nicht. Ich will diese Kerne haben. Also, Auslöschung oder das tun wir hier eigentlich? Nee. Nee, Auslöschung. Hier, ich kann Superman spielen.
Heil dir Wuki. Wie war das? Nee, ernsthaft, ich suche. Also, ich sag momentan Heil dir. Rochen. Irgendwie. Hast du es hier Rochen? So war das. Nein, hier rennen so eine Wüstenrochen rum. Weil ich krieg sie mit meiner Knarre nicht. Mariana, mein Special, alle fertig. LOL. Drei? Drei. Eins. Ja, die drei ist mächtig stark. 2 und 3 als Kombi ist dann auch nicht schlecht. 2, 3 und 4 als Kombi. Ja, ja, klar. Das ist recht. Ja, okay, also 2 und. Vielleicht auch dann 2 und 4 eigentlich. Lol, der Geschützturm. Der Geschützturm macht Laune. Ja, das ist witzig. Wie komm ich denn da wieder raus, ah? Ja, ich hab hier gerade irgendwas aktiviert. Wir aktivieren mussten. Hasch, du Hanasch. Ich. Ah, okay. Weiß ich, wie ich hier einfach mal solo ein bisschen durchrenne und mit der geleckten Rolle. Hab's. Oh, ah, da ist noch einer. Oh, Skorpion. Hab ich nicht alle? Willst du mich beleidigen? So Hand über mich legen, als wäre der Jesus. Gott wird dich heilen, mein Sohn. Will er mich gerade beleidigen? Ja. Mit Porten, ich will noch sammeln. Ja. Zu mir kommen mittlerweile die Zeugen, weil ich letztens mit denen sehr interaktiv über Gott sprechen konnte. Oder sagen wir mal, weißt du, dass die eben halt, ich hatte halt gute Argumente, keine Ahnung, was denen daran gefallen hat. Auf jeden Fall kamen sie wieder, um mit mir über irgendwas anderes zu reden, was dann eben halt das Ganze anders oder näher belegen würde. Ja, es gibt aber keine Beweise schlichtweg fertig. Ja, klar. Hey, und ich denke mir so, warum? Warum wieder? Also ganz ehrlich, meine Weil Reaktion es Job ist mittlerweile, eine Religion funktioniert nicht anders. Ich bin nicht interessiert, hör zu. Wenn der Fuß zwischen der Tür ist, dann ist der Fuß irgendwann ab oder ist raus. Entweder oder. Das Schlimme ist, ich kann nicht mal gemein zu denen sein, weil mein früherer bester Freund, die sind da mit dem... Oh, hier war noch ein Rochen. Das wäre mir so scheißegal, wenn sie mir auf den Sack gehen, dann sage ich denen, ey, interessiert, Diskussion beendet. Lol, seht ihr das echt, auch? Meine Lebenszeit ist kostbarer, als dass ich da irgendwie die damit verschwenden könnte. Also beim ersten Mal fand ich es ja ziemlich lustig, als ich mit denen da diskutiert habe. Aber als die dann wieder kam, ging es mir auf den Sack und da habe ich auch gesagt, nee, ich habe jetzt gleich Vorstellungsgespräch und so. Ich habe keine Zeit für euch. Weil in dem Moment war es einfach nur aufdringlich und nervig. So sieht ziemlich aus. Du, ich hab auch nichts gegen die Leute, wenn die akzeptieren, dass Nein einfach Nein ist. Ja, genau so geht's mir auch. Das ist dasselbe wie mit Lesben und Schwulen. Ja gut, weil er ist immer ehrlich, welcher Kerl findet es nicht witzig, bei Lesben zuzugucken. Ja, das sind aber auch die einzigen. Ich rede ja von Kerl, nicht von komischen etwas. Selbst die übelsten Christenkerle finden es geil, wenn die miteinander rumlecken. Soll ich? Das ist so richtig Bigotie schlechtweg, Alter. Soll ich mit den Etherdolch bauen? Nein, du sollst sterben. Hat einer von euch das Bild mit dem Papst, wo der diese Christin getroffen hat und die so ein
eben halt, die lebt auf dem Land, weißt du, und die hat halt dann so ein weißes T-Shirt angehabt mit so einer Leggings-Hose und der guckt der Alten voll auf die Titten. Hat die Dinger einer von euch gebaut? Welche Dinger? Itadeutsch. Ja, irgendwo habe ich es rumliegen, warum? Ich bin am überlegen, ob ich es starten soll oder nicht. Ich habe hier keine Grundwerte für den Scheiß, Digga. Du steckst an, das ist nicht gut. Etherdolche, Maxrang, ja, ja, gib mir die Grundfickwerte. Grundfickwerte? Aha. So, die Grundwerte liegen bei 6,8 Einschlag, 6,8 Durchschlag, 31,5 Schnitt. Das Ding hat 15% Status und 5% Crit bei 1,5 Crit Multiplier, eine Angriffsgeschwindigkeit von 0,833, eine Kanalisierungsschadensmultiplier von 1,5 und Kanalisierungskosten von 5. Also nur zum Durchleveln. Ja, dafür baue ich nicht. Weiter. Sekunde. Ich muss nur schnell meinen Carrier starten. Sind die Fusionskerne eigentlich immer noch genauso wichtig wie früher? Ja. Jo. Ja, du brauchst ja deine Mods. Ja. Sehr hochleveln. Vor allem, Brody, wie gelangweilt das gerade rüberkam, ne? So. Bam, 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 ja, das ist das und das ist das und das hat diesen Wert und bla und blub und tralala und das sind alle in Ruhe. Ach, ihr, ganz ehrlich, wenn ihr durch die Levels lauft und ich euch so hinterher troller, das sieht dann für euch ebenso gelangweilt aus. Wegen mir hängt er hier in der übelsten Pampa. Ist der Carrier-Baublan gibt's in der Gilde, okay? Ich glaube schon. Muss mal nachgucken, kann auch sein, dass ich ihn aus dem Marktplatz holen muss. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist schon so lange her. Ach, scheiß drauf, ich hole ihn jetzt im Marktplatz. Sekunde. Aber nicht verplatin. Es gibt eine Blaupause. Nee, ich hole mir die Blaupause. Ja, wenn es die da gibt, dann gibt's die auch nur da. Carrier Blaupause kaufen. Ja. Vielen Dank für den Kauf. Bauen. Ich will mal Scimitar-Teile farmen, ey. Ich will den Scimitar haben. Ach du, wenn du wissen würdest, was ich noch alles haben will. Ferrari, eine Yacht. Ich brauch das Ding 24 Stunden. Ja. Okay. Ferrari, eine ficke Yacht. Gucken, was ich jetzt machen muss. Ja. Tenno, there's a time-limited mission alert available. Jetzt muss ich warten auf schöner Wetter. Das heißt Your Anus, ja? Hast gehört? Was? Jetzt muss ich auf schöner Wetter warten. Das einzige, was ich noch offen habe, sind Syndikat-Quests. Okay. Da habe ich noch gar nicht wieder angefangen. Ey, ist der hart, der ist bestimmt Fleisch, ey. Boah, ist der hart, ja, der ist voll hart, ey. Voll ordentlich. Oh, von wem habe ich die Scheiße? Von wem habe ich diese dämliche Scheiße? Okay, jetzt wird's strange. Oh, das heißt, ich kann erst 20 Stunden weitermachen. Oh, yay. Ich dachte, ich komme nie. Nächste. Oh, das sieht ein bisschen aus wie bei EVE Online, aber nur so ein bisschen, nur mit anderen Schüssen. Ey Leute, ich hab mal das Aussehen von meinem Warframe geändert, nicht erschrecken. Bestimmt scheiße aus. Ja, Mann. Solange der nicht aussieht wie so ein Frosch. Ich hab irgendwie so pink oder sonst irgendwas hat er da reingemacht, ey. Klar doch, voll eklig, Mann. Wie bekommt man eigentlich Platin? Geld. Entweder Geld oder Handel. Also Brody, deine Mission geht es auch erstmal nicht weiter. Nö, ja, ich suche aber gerade was. Habt ihr die Jordas-Regeln? Nee, ne? Ja, hab ich. Ja, aber die beiden nicht.
Ich brauche mutagene Masse. Tethys, was ist denn das? Attentat? Na komm, renn mal dreimal durch. Das Ding machen wir jetzt dreimal, dann ist es mutagene Masse. Scheiße zu bauen kostet mich auch 12 Stunden. So. Es gibt schlimmere Games. Free-to-Play. World of Tanks. Spiel mal Skyrim. Aber kein Free-to-Play. Ja, bei einem Skyrim Free-to-Play-Game. Ja, mir auch gerade gefragt, ey. Wenn du auf dem Privatserver zockst. Das zählt nicht. Ja. Trotzdem laden. Ja, im Privatserver kann ich das Spiel runterladen. Das ist aber nicht legal. Ich hab auch einen Privatserver, oder? Ist aber nicht legal normal, oder? Solange sich keiner beschwert oder das meldet, ist es eine Grauzone. Ernsthaft? Ja. Wenn sich einer beschwert, muss er dich erst anschreiben und dir sagen, sollst du einen Daumen machen, oder was? Die müsste der Spielbetreiber muss mich anschreiben und dann muss ich downschalten. Werde ich das nicht tun, gibt's eine Strafanzeige. Oder er ist so kackendreist und stellt direkt eine Strafanzeige. Dann muss er aber nachweisen, dass ich bei dir gemeldet habe. Dann muss er damit aber nachweisen, dass ich mit dem Privatserver Geld verdient habe. Nee, okay, das kann er nicht. Bei denen geht's ja nur drum, damit Kohle zu machen. Wem geht's mit dem Licht dabei? Ja Leute, ich hab heute die falsche Schaden. Ich weiß es ja eigentlich. Ach, ja, ich hab die falschen Kräfte dabei dafür. Das war jetzt cool. Ich hab die falsche Einstellung dabei, verdammte Scheiße. Interessiert, dass er Hilfe braucht. Aber wozu braucht man meine Hilfe und Hütte? Und das interessiert. Rudi, du bist auch noch so weit hinten, geh mal aufheben. Ich musste mir erstmal den Weg hier frei machen. Nee. Alter, wie weit ist denn der weg von mir? Keine Ahnung, wo der ist. Tito. Null Ahnung. Eine Durchrennmission bei mir, ich nehme nachher wieder Ember. Ja, er kann ja wiederbeleben drücken. Ach, da hinten ist er. Hey, ich sehe ihn nicht. Oh, am Arsch der Welt. Springen mit. Ja. Mach mal langsam, lass mich mal vorgehen. Ist nichts eigentlich. Ah, da ist er doch. Warte, Erste, ich musste lang. Ah, der Vorrit ist das. Aua. Ja, wehgetan, der Penner. Du kannst die 4 wieder ausmachen, das ist Energieverschwendung. Sorry. Kein Thema. Hallo Vorrit, tschüss Vorrit. Ja, ich war direkt neben dir, ne? Weiß.
Ja, ja, sorry. War ich nur mit angekommen, wie du gestorben bist. Das ist gar kein Thema. Ich hab's gesehen, wie du angekommen bist gerade, aber... Ist ja, ist halt der Vorrat, ne? Der hat ihn so einen Scream gemacht und naja, du kennst den Scream. In Scream of Death? Ja, ja. Oh, jetzt reicht's mir aber. Danke. Jo, Wusel. Ja? Du bist hier oben wie so ein Flummi. Jo. Ich weiß, musste man auch. Nein, Mann. Teleportiert übrigens? Mach das selbst, du Kollege. What? Ey, Wusel. Ich sammle hier noch Mods. Der Käfig ist voll. Ist, der Käfig ist jetzt ist geöffnet, Alter. Ich hatte mal viel weniger Tentakel da dran, ne? Oh, jetzt hast du einen Timer neu gestartet, weil du raus bist. Ja, Mist. Ja, so riecht der Furz gerade. Nach Mist. Ey, weißt du was? Ja, komm. 3, 2, 1, mach inne. Ehrlich. Welcher Move ist das? Eclipse-Nata. Und das ist Fettem. Das müssen wir wirklich mal machen, Fettem-Nata. Hier habe ich nicht. Doch, der hast du auch, den musst du mal einstellen. Ja, achso, okay. Und das hier wäre ja... Yeah! Fight me! Leel. Nee, ich will nicht! Leel. Leel. Nein, ich komm mit! Ja! Hallo! Fatale Beschleunigung. Silber. Leuchtend. Bei mir immer. Ach, da gab's einen Lyrix-Fan. So, machen wir gleich nochmal. Moment. Ich muss mal eben meine Ausrüstung oder meine Ausrüstung verändern. Ach, du auch? Ja. Ah, leck mich doch, ich auch. Das sieht aus wie in einem Rollen und wir gehen in die Blöcke. Kann mir den Prime Fluss wieder neid tun? Kann ich mir. Jetzt kann Ausdehnung rein. Wunderbar. Dann kann ich mir irgendwo. Ich glaube, ich hatte nur normalen Fluss da drin und keinen Prime-Fluss, kann das sein? Kann das sein? Doch, alle. Passiert, ne? Ja, voll scheiße, die stinken. Glaub es kaum. Check ich das mal langsam alles. Achso, da war eine ganz kleine blinde Wut drinne, ne? Von 8.
Gibt Eisen Schnittschaden zusammen auch was? Nee, ne? Ja. Ah, ich hab keine Ahnung. Eisschaden ist ein Elementarschaden, ja. Schnittschaden ist ein physischer Schaden. Oder machen wir Feuer rein. Feuer und Eis zum Beispiel kann was geben, Feuer und Gift kann was geben. So was alles. Sag mir mal lieber, was ich hier sonst noch reingeballert habe. Das weiß ich nicht, ich geh pissen. Ja, schön, verpiss dich. Jetzt, geil. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt noch den Dings da reinhau. Verstärken. Alter, voll Lava und so. Kälte plus Hitzeschaden. Und das Ding sieht aus wie Lava. Geil. Jetzt hab ich noch eine Mod drauf. Well put together, operator. Eine kann ich noch. Okay, also Gift und Eis zusammen gibt nichts. Ja, aber Feuer und Eis. Wenn du Feuer drauf haust, hast du nur Dings. Brennt dein Schwert. Und wenn du Eis dann noch, also Kälte dann noch haust, Lava, das sieht einfach übelst geil aus. Ja, ich benutze lieber das Gift.